In diesen Tagen schaut die deutsche Öffentlichkeit sehr aufmerksam auf die Ereignisse in der Türkei. Die Türkei ist besonders wegen der Flüchtlingskrise und der Verhandlungen mit der EU im Blickpunkt, aber damit rücken auch die Ereignisse in der Türkei selbst in den Fokus deutscher Öffentlichkeit, deutscher Medien. In der Türkei hat es in den letzten Tagen wieder zum wiederholten Male einen erheblichen Verstoß gegen Medien- und Pressefreiheit gegeben. Das ist nicht das erste Mal, aber dieses Mal ist ein ganz besonders eklatanter Fall. Türkische Staatsgewalt ist gegen die auflagenstarke Tageszeitung Zaman vorgegangen. Zaman war eine der wichtigsten oppositionellen Stimmen im Medienbereich der Türkei. Man hat diese Zeitung durch polizeilichen Einsatz ausgeschaltet. Man hat über Nacht eine regierungsfreundliche Redaktion installiert. Jetzt ist Zaman über Nacht zu einer Regierungszeitung geworden. Das zeigt, dass es im Bereich der Medien- und Pressefreiheit in der Türkei erhebliche Probleme gibt. Auf diese Probleme geht der bekannte Journalist und Kolumnist Yavuz Baydar in seinem Buch Freiheitsbeschränkung, Selbstzensur, Korruption ein, das die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit im März in drei großen deutschen Städten der Öffentlichkeit vorstellen wird. In diesem Buch zeigt Yavuz Baydar, der selbst betroffen ist von Einschränkungen der Presse- und Medienfreiheit in seinem Heimatland Türkei, er zeigt, wie es der Staatsgewalt gelungen ist, einen Großteil der oppositionellen Medien in den letzten Jahren herumzudrehen und sie zu Regierungsblättern zu machen, sowohl im Bereich der elektronischen Medien als auch im Bereich der Printmedien. Er zeigt die Tricks, er zeigt die Wege, wie Zensur ausgeübt worden ist und wie Selbstzensur in den Redaktionen Platz gegriffen hat. Diese Informationen von Yavuz Baydar geben ein sehr viel umfangreicheres Bild von den Bedingungen in der Türkei und werfen einen großen Schatten auf diesen Partner, den die Europäische Union bei ihrem Versuch, die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen, so nötig braucht.